Servus, liebe World of Warcraft-Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr mit Sicherheit mitbekommen habt, ist vergangene Woche der Pre-Release von Diablo 4 gestartet. Mit dem heutigen Tag ist das Spiel auch so für alle rausgekommen und ich habe schon die Story durchgezockt, befinde mich jetzt im Endgame und so weiter und so fort, zumindest in den Anfängen des Endgames, wenn man das so sagen darf. Und mir ist eine Sache aufgefallen, eigentlich zwei Sachen, aber es gibt ein paar Sachen, wo ich sagen muss, die macht Diablo 4, auch wenn es eigentlich kein MMO ist, trotzdem deutlich besser als World of Warcraft. Es wird dazu in dieser Woche noch ein zweites Video kommen, was den Endgame-Content betrifft oder generell den Content auf Max-Level, der für mich in Diablo auch teilweise besser umgesetzt ist. In diesem Video geht es aber um das Transmog-System, welches sich ebenfalls in Diablo 4 wesentlich besser umgesetzt finde, beziehungsweise welches zeigt, dass das Transmog-System in World of Warcraft ziemlich scheiße ist, wenn man es so sagen möchte. Bevor wir loslegen, kleine Werbung noch in eigener Sache. Mein neuer Kanal ist gestartet, G6 Games, wo wir, es ist jetzt Diablo-thematisch gehalten, aber ich werde das immer ein bisschen umstellen, wo wir nicht nur Diablo spielen werden, sondern alles, worauf ich so Bock habe und ihr vielleicht. Also wir starten jetzt erstmal mit Diablo, es werden einige Sportspiele kommen und so weiter und so fort. Lasst sehr gerne ein Abo da, ich habe eine Challenge ausgegeben. Wenn ihr es schafft, bis zum 14. Juni die 1000 Abos voll zu machen, dann gibt es ein Gewinnspiel. Also gerne Abo da lassen und wie gesagt, wenn euch Diablo jetzt nicht passt, es wird schon eigentlich übernächste Woche spätestens wird wieder ein anderes Game dazukommen. Also für Abwechslung auf dem Kanal ist gesorgt. Aber was meine ich jetzt mit dem Thema? Und ich vergleiche jetzt die beiden Spiele miteinander. Lasst euch nicht täuschen, mir geht es nicht um das Menü, sondern um eine bestimmte Funktionalität. Und ich weiß, die wird sich von vielen schon lange gewünscht in WoW, aber Blizzard ignoriert es. Aber wenn wir mal gucken, was kann World of Warcraft? Ihr könnt auf einem Slot, einem Item, das Aussehen eines anderen Items geben. Punkt. Und, relativ neu, ihr könnt bei verschiedenen Slots auswählen, ob er sie ausblendet. Und ihr könnt den Schultern zwei unterschiedliche Looks geben. Also die linke Schulter kann anders aussehen als die rechte Schulter. Das war's eigentlich schon. Und man kann eine Illusion auf die Waffen hinzufügen. Dazu gibt es noch die Möglichkeit mit den Sets. Wenn ihr vollständige Sets gesammelt habt, könnt ihr die auch als Ganzes anlegen. Aber viel mehr passiert da halt einfach nicht. Ihr seid beschnitten. Es müssen Items sein, die es im Spiel gibt. Ihr könnt nichts dran verändern. Also ihr könnt was weglassen, aber ihr könnt keine Farbe verändern und so weiter und so fort. Und das führt halt sehr oft dazu, und das ist was mich mit am meisten stört, wenn ich jetzt sage, okay, ich würde gern das Set halten, aber ich finde den Kopf blöd. Aber ich hätte gern irgendwie, jetzt nur mal rein beispielhaft, irgendwas, was überhaupt nicht dazu passt, farblich. Ich hätte jetzt gern den Kopf dazu. Stellt euch vor, der wäre jetzt rot. Und so, oh, der passt ja überhaupt nicht dazu. Zum Beispiel, dass man sich einfach die Farboptionen anpassen kann. Das ist mit dem WoW-System ziemlich unmöglich. Man muss auf kurz oder lang die Items raussuchen, die farblich zusammenpassen, wenn man ein stimmiges Set haben möchte. Und hier kommt dann Diablo 4 ins Spiel, was die ganze Geschichte viel, viel besser macht, meiner Meinung nach. Wir sehen das schon mal hier. Wir gehen gleich noch ins Spiel rein und zeigen das mal. Aber ihr habt die Möglichkeit, weil egal was ihr anlegt, verschiedene Presets von Farben auszuwählen, die dann über eure gesamte Ausrüstung gelegt werden. Und alles in allem, das sind hier komplett zusammengewürfelte Rüstungs-Items. Und dennoch bekommt man irgendwie das Gefühl, dadurch, dass das halt farblich passt, das sieht ja gar nicht so scheiße aus. Und das ist was, das kriegt World of Warcraft, aus welchem Grund auch immer, absolut nicht auf die Kette. Wir schauen uns jetzt nochmal das Transmog-System im Spiel selber an. Und um Transmog zu nutzen in Diablo 4 ist relativ einfach. Ihr müsst einfach in einer der größeren Städte, wo es verfügbar ist, zu eurer Kommode gehen. Die steht meistens neben der Beutetruhe. Und dann könnt ihr hier auswählen. Also grundsätzlich lässt sich für jeden einzelnen Slot das Aussehen anpassen. Das ist jetzt nichts Neues. Das haben wir auch in World of Warcraft. Und es gibt die Möglichkeit, das Standardaussehen auszuwählen. Ihr könnt ebenfalls eine Rückentrophäe anlegen.
wenn ihr denn eine habt. Das ist so ein bisschen, da ihr hier keinen separaten Umhang habt, gibt euch aber das Spiel grundsätzlich die Möglichkeit, was anzulegen. Das ist zum Beispiel auch was ich mir für World of Warcraft wünschen würde. Nicht unbedingt für Rücken, weil das haben wir ja schon im Spiel. Aber Diablo 4 gibt euch die Möglichkeit, ein Item auf den Slot zu packen oder eine optische Anpassung auf den Slot zu packen, der eigentlich kein Item ist. Warum also nicht bei World of Warcraft sagen, hier zusätzlich eine Kopfverzierung oder sonst was. Also, dass ihr die Möglichkeit habt, keine vielleicht Items oder so, sondern Verzierungen wie eine Krone, ein Geweih oder sonst was, einfach noch per Zusatzslot auf den Helm drauf zu packen. Irgendwie sowas. Das fiel mir nur gerade oder fiel mir vorher ein. Oder wo das auch sehr, sehr cool wäre, weiß ich nicht, wenn man die Möglichkeit hat, zum Beispiel separat Gürtelschnallen hinzuzufügen, an Gürteln, die keine Textur haben, weil es ältere sind, dann hier so ein extra Fenster wie der aus Diablo, zack, packt auch noch eine Schnalle drauf, sieht cooler aus, fertig ist die Kiste. Aber am meisten stört mich eben dieses Farbenspiel aus World of Warcraft. Also ihr habt auch hier jederzeit die Möglichkeit, einzelne Items auszuwählen. Also ihr könnt das Original, den Original-Look nehmen. Da könnt ihr die Farbe leider nicht verändern. Das wäre was ich noch ebenfalls sehr, sehr cool fände. Ihr könnt die Ausrüstung ablegen und dann könnt ihr jedes Ausrüstungsteil da drauf packen, welches ihr bisher einmal entzaubert habt, glaube ich. Dann tauchen die hier in der Übersicht auf. Sobald ihr ein Item ausgewählt habt, welches ein anderes Transmog ist, könnt ihr ein Pigment auswählen. Also ihr könnt hier wählen, okay, ich möchte jetzt mit einem einfachen Linksklick nur den Helm rot färben, so wie jetzt hier, sodass ich theoretisch sagen kann, okay, dann möchte ich den Helm in rot, die Brust hätte ich gern in grau, beziehungsweise so ein leichtes Schwarz, die Handschuhe wieder in rot. Die Schuhe möchte ich gerne in weiß, gab es glaube ich auch. Gab es nicht auch weiß? Die Schuhe möchte ich in, was möchte ich die Schuhe haben? Sagen wir auch rot. Oh, ach nee, das war die Hose. Und dann die Stiefel, die sollen bitte violett sein. So, und dann kann ich mir hier aus diesen ganzen Optionen jedes einzelne Farbteil so umfärben, wie ich es möchte. Und ich brauche nicht mal irgendwelche scheiß Pigmente oder sonstiges. Noch besser finde ich aber das Feature, wenn man die linke Maustaste gedrückt hält, wird die komplette Rüstung in der gleichen Farbe eingefärbt. Und ihr seht, das wird nicht einfach stumpf in einem Farbton gemacht, sondern es gibt verschiedene Nuancen. Also zum Farbrad Rot gehört Rot, so ein, was ist das, keine Ahnung, was ist das, so ein Aschgrau und das so ein Braunrot. Also es gibt verschiedene Farbabstufungen und ihr seht es ja auch hier, manche Sachen sind ein bisschen dunkler als andere gehalten, beziehungsweise manche Items verändern die Farbe nicht so krass, aber nichtsdestotrotz, ich finde, das macht so viel aus, es ist unglaublich. Selbst wenn man in diesem Spiel die absoluten Ranz-Items anhat, du kannst sie dank dieses Transmog-Systems einfach so basteln oder so einfärben, als gehört das alles zusammen. Und das finde ich, ist was, da lässt World of Warcraft seit Jahren den Ball fallen. Dieses System ist nicht super viel komplexer, aber allein dieses Feature macht es für mich um schon mal mindestens 100% besser. Es hat dieselben Funktionen wie WoW, plus, dass ich auf einem Slot, der eigentlich nicht transmogt werden kann, was draufsetzen kann und am besten ist das mit den Farben. Das finde ich Weltklasse. Das ist was, das macht mir persönlich sehr viel Spaß und wer auf das alles keinen Bock hat, kann dem Ganzen auch einen natürlichen Farbton geben und fertig ist die Laube. Und trotzdem sieht es passt halt einfach zusammen. Es ist nicht, sieht nicht so aus, als wärst du gerade Level 63 in den Zangamarschen. Das ist grün, das lila, unten hast du gelb, blau, rot. Ne? Das ist es, was ich meine. Und was ich noch cool finden würde, wenn es auch Farbpigmente für Waffen gäbe, dass man die auch einfärben kann. Es muss ja nicht dermaßen bunt sein, aber ich sag mal so ein schwarzer Goldfarbton, Platin, Chrom, was weiß ich. Das wäre schon, glaube ich, teilweise ganz geil, würde ich sagen.
Aber gut, das sind jetzt auch nur Kleinigkeiten. Für den Moment muss ich sagen, gefallen mir diese Optionen, die Diablo 4 hier bietet, einfach deutlich besser. Es macht extremst viel aus und es sorgt dafür, dass der Char, selbst wenn er eine komplett zusammengewürfelte Kackrüstung hat, dass es farblich halbwegs zusammenpasst. Aber gut, genug dazu. Schreibt gerne mal in die Kommentare. Seht ihr das so ähnlich wie ich? Ja oder nein? Ich bin gespannt auf das, was ihr sagt. Wenn ihr mehr Videos sehen wollt wie dieses, dann auch gerne den Kanal hier abonnieren. Wie gesagt, die Woche wird noch ein Thema zu Diablo 4 kommen. Und damit bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video. Habt eine gute Zeit und reingehauen.